Das gibt's echt nicht. Wie oft will der den Angriff denn noch so schnell hintereinander machen? Das... Der will mich echt verarschen. Das gibt's echt nicht. Ja, genau. Dann gehen wir ein bisschen durch die Gegend. Also, hör mit dem Gift auf. Er hat mich erwischt. Das gibt's doch nicht. Wie hat er mich bitte schon erwischt? Oh, lass mich doch in Ruhe, Mensch. Ich bin sowas von am Arsch. Das gibt's einfach gar nicht. Na, jetzt werfen wir ein bisschen von den Bomben. Werfe ich am besten auf mich. Ja, danke. Ultra Depp Buggies. Ich meine, dass die vor allen Dingen keine Angst haben vor so einem riesen Monster. Das gibt's doch nicht. Da habe ich noch genug von den Megatränken wenigstens dabei. Ja, Gott sei Dank. Nein. Ja, schön. Kannst jetzt bitte runterspringen? Das war der coolste Angriff, den du je gemacht hast. Genau wie der. Oh, du bist so ein Feigling. Mensch, wegen jeder kleinen Bewegung oder so, musst du doch nicht sofort. Nee, also diese Jäger sind echt so feige. Kleiner Angriff. Oh, er springt zur Wand. Oh nein, ich muss in Deckung gehen vor wo, was auch immer. Wovor der Angst hat, das gibt's doch nicht. Aber in einen Abgrund runterspringen und sich nichts tun bei der Landung, das ist kein Problem. Nee. Ja. Oh, oh, jetzt ist er böse. Oh, jetzt ist er wenigstens böse. Und ich werde jetzt voll getroffen. Das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Wie soll ich denn dem ausweichen? Und schon wieder Angst. Und jetzt hätte er mich fast volle Kanne erwischt. Und ich habe keine Chance gehabt, irgendeinen Knopf zu drücken in der Zwischenzeit. So, und jetzt. Ja, schön. Wie soll ich dich jetzt angreifen? Und er legt die ganze Zeit Bomben. Er ist ja schon gut, aber yeah, und mach grün. Das gibt's echt nicht. Das gibt's einfach nicht. Also ich frage mich wirklich, wie man den. Natürlich. Er macht einen kleinen Schwenker rechts und kann sich dann ultra dehnen und läuft noch voll über mich. Ich bin sowas von am Arsch. Ich hab schon keinen Bock mehr auf den Gegner. Das ist der blödste Gegner, den es gibt. Ja, wann soll man den bitte schon angreifen? Ja, schön machst du. So. Und ich komme von dem sein Flügel nicht weg. Das gibt's nicht. Sag mal, willst du auch mal runterkommen? Nein, will er nicht. Komm, spring noch voll auf mich. Ja, danke, Wärmeeffekt weg. Das ist auch cool. Weißt du was, ich will das Risiko nicht eingehen bei dem. Das ist mir dann doch zu heikel. Wenn ich dann in dem Gebiet bin, so wie ich den wahrscheinlich kenne und gerade mein Glück war, werde ich wahrscheinlich dann von 3 Angriffen oder 10 Angriffen gleichzeitig getroffen, weil ich nichts mehr drücken kann. Wenigstens hat er sich beruhigt. Genau, und als allererstes schmeißt er. Was zum Teufel will der da oben? Ja, schön. Dann schmeiß weiter. Und jetzt kommst du bitte runter. Es war mir irgendwie klar, dass der das macht. Boah, Jäger, du bist der Klügste, den es gibt.
Hm, da ist der Gegner, aber ich mache einen ultrakomplizierten Angriff, der total super schön aussieht, aber der leider nicht treffen kann, weil ich den hier auf der Stelle machen will, damit der super schön aussieht. So, jetzt. Ja, komm. Ich mache einen Angriff und ich teleportiere mich in den Rhein. Und ich kann nichts machen. Ich habe nur gelbe Schärfe. Also ich habe nur ein Grad Schärfe verloren und ich kann nichts mehr machen. Boah, ich könnte das Gamepad gegen die Wand schmeißen. Das ist doch nicht mehr normal. Aber ich habe ja noch 40 Minuten Zeit. So, komm. Komm. Ja. Das war mir klar, dass er springt. Wann? Ja, und dann spuckt der immer und immer und immer wieder. Warum? Was, also, so schlimm war der bei der Wii-Version nicht. Warum haben die KI von dem geändert? Damals ist, auf der Wii-Version ist er vielleicht alle 5 Minuten mal an die Wand gesprungen. Aber nein, jetzt muss der 10.000 Mal an die Wand, an die Decke springen, dann runterspringen, dann 10.000 Kombos hintereinander machen, wofür man nur eine Millisekunde Zeit hat, um ihn überhaupt zu treffen, nämlich jetzt, und schon muss ich direkt wieder abhauen. Oder er macht sowas. Und lass mich raten. Oh, mein Gott, da war was. Boah, der hat mich direkt wieder erwischt. Obwohl ich nichts hätte machen können. Weil mein Typ total Schiss hat. So. Oh, Moment. Ja, komm. Was, wovor hast du Angst? Mensch, das ist Wind. Wind. Also ich kann mir schon richtig vorstellen, da kommt mal ein stärkerer Wind und die Jäger in ihrer Hammerrüstung mit ihren Hammerwaffen. Oh mein Gott, nein, Wind. Oh, ich habe Angst, ich habe Angst. Mir zittern die Knie und er haut wieder ab. Das kann ich mir richtig vorstellen. Und wieso habe ich schon wieder einen Ausdauer verloren? Boah, ich sag nicht nur wegen dem Gift. Ich bin so froh, wenn ich den besiegt habe. So froh. So, was machst du jetzt? Jetzt musst du erst zu mir laufen. Jetzt musst du erstmal wieder rumbrüllen. Hast du vergessen? Ja, Bungie, das ist zwar schön, dass du rumspringst, aber... Nein, das gibt's nicht. Nein, ich... Keine Ahnung, ich weiß echt nicht... Oh, jetzt hat er wieder Gift. Wo auch immer das Gift jetzt auf einmal wieder herkommt, aber er hat es wieder. Ich hab grüne Schärfe. Grüne! Wie bitteschön? Ach so, ich dachte schon, dann brüllt er. So, komm. Er macht einen Angriff, den ich nicht ausweichen kann so schnell. Wovor hat der Angst? Das gibt es doch nicht. Das ist Wind, Junge. Wind. Das ist Wind. Und das ist vor allen Dingen Wind, der hochsteigt. Ich meine, wenn ein riesiger Drache vor dir mit den Flügeln... Ja, nee, komm. So, komm, mach. Ja, toll. Jetzt hängt mir auch so ein Vieh noch dran. So. Und jetzt. Okay. Okay.
Ja, jetzt springst du zurück. Und was machst du jetzt? Jetzt kommst du und machst wieder einen Sprung. Schön. Das ist eine super intelligente KI. Ich springe durch die Gegend, springe an die Decke und mache einen Angriff. Und ich habe den Angriffsknopf gedrückt, das muss man sich mal vorstellen. Und ich komme nicht durch die Gummihaut, das muss man sich mal vorstellen. Ich habe Klingen, die scharf sind wie sonst was. Aber... nee. Ja. Okay, komm. Ja. Schön brüll weiter und komm, du triffst mich jetzt, weil ich ja voll der Angsthase bin als Jäger. Ich habe den großen Lagiacrus besiegt und werde noch viel schlimmere Monster besiegen. Aber ich habe Angst. Und habe schon wieder Angst. Was macht er denn? Danke, Arschloch. Mensch. So. Boah, ich dachte gerade schon. Komm, lass mich... Ja, danke. Ach, nee, schlimm. Nein, du frisst jetzt nicht. Wo greifst du an? Das Monster ist hier. Ja, gut, danke Käfer, dass du im Weg warst. So, komm, 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 komm. Was willst du angreifen? Ja, du machst einen Ultra. Schön, du machst einen Rückwärtssprung. So, komm, was machst du jetzt? Nee. Ich glaube, Gigi-Nox ist der schlimmste. Also einfach nur der Gegner, wo man das nicht nachvollziehen kann, wie seine Angriffe gehen. So, hast du... Ja. Ach komm, warum bleib ich nicht einfach direkt stehen und du machst alle 10.000 Angriffe, die du drauf hast, sofort... Oh, jetzt ist er wieder harmlos und hat keine Energie mehr. Der bleibt einfach stehen. Das muss ich mir mal vorstellen. Er bleibt einfach stehen und dann macht er einen Ultra-Angriff, dem man nicht ausweichen kann. Oh, komm schon. Oh, Mensch. Ne, bist du eine feige Sau. Also wirklich. Ja, komm, ja. 10.000 Jahre vergiftet. So, jetzt... So, bevor er was macht. Genau, bevor er nämlich den Angriff macht. So, komm. Und er haut schon wieder in die Luft ab. Oh, ich habe vergessen, dass ich Angst hatte. Warum hat er dann nicht sich hingekniet? Ich meine, das war ja Wind. Ich meine, das ist der schlimmste Feind eines jeden Jägers, weiß man ja. Wenigstens den Kopf gebrochen. Was schon ein Wunder ist. Der trifft jedes Mal. Ich könnte 10 Kilometer wegstehen. Nein, er macht seinen Halt so lang, wie er braucht. Ich weiß ganz genau, dass er immer dieselbe Länge macht und immer genau gleich. Aber das regt mich trotzdem total auf. Ja. Habe ich noch ein heißes Getränk? Nein, natürlich nicht. Ja, supi. Das heißt, ich habe jetzt gleich keine Ausdauer mehr wegen der Kälte. Und er hat schon wieder Angst vor Luft. Vor Luft. Das muss man sich mal vorstellen. Vor Luft. So, komm. Ich wusste es. Ich wusste es. Wie schnell kann der Angriffe machen? Ich bin tot jetzt gleich. Bei G... Schon wieder hat er mich getroffen. Ich bin tot. Ich bin jetzt gleich tot an so einem Pissgegner, der aus Gummi besteht. Ich kann den an den Flügeln nicht angreifen, weil die zu hart sind.
Ich kann nur am Gummi, also an dem Kopf, wo keine Ahnung wie viele 10.000 Angriffe rauskommen, kann ich ihn angreifen.